Im Garten wächst es, auch das Unkraut. Jetzt ist der Wildwuchs noch recht klein, ein guter Zeitpunkt also, ihn aus der Erde zu holen. Im lockeren Boden geht das mit Grabegabel oder Schaufel noch einfach. Selbst der tief wachsende Girsch lässt sich samt Wurzel aus der Erde hebeln. Flachwurzler wie Vogelmiere sind überhaupt kein Problem. Schwieriger wird es, sobald der Boden fester wird oder das Unkraut im Rasen wächst. Die Wurzeln stecken tief in der Erde. Wir holen uns Rat bei Gärtnerin Brigitte Goss. Und sie antwortet per Videobotschaft. Ja, genau. Die Wurzelunkräuter, die sind oft richtig hartnäckige Wildpflanzen. Und man muss sie tatsächlich, Wurzelunkräuter, wie es schon heißt, an der Wurzel packen. Bei dem Löwenzahn ist es relativ einfach. Wenn man den nämlich noch vor der Blüte erwischt oder während der Blüte, also bevor er sich wirklich aussamen kann, dann sollte man die Wurzel, die ja wirklich eine Pfahlwurzel ist und tief geht, die sollte man ausstechen. Dazu verwende ich zum Beispiel, man kann ein Hori-Hori-Messer, da kann man sehr tief rein und die Wurzel unten rausheben. Also das ist ein spezielles Messer und das ist sehr, sehr fest. Man könnte aber auch, wenn man ein altes Küchenmesser hat zum Beispiel, könnte man das auch verwenden. Hier ist auch die Spitze schon abgebrochen und damit einfach in die Erde rein und die Wurzel entfernen. Ich habe auch noch was ganz Tolles und zwar, das ist ein Spargelstecher. Und ist auch sehr, sehr stabil. Also wer einen richtig festen, harten Boden hat und nicht so gut reinkommt und vielleicht auch so ein Messer vielleicht auch wirklich zu schwach wäre, dann sollte man sich mal sowas anschaffen. Also der Spargelstecher hat mir schon sehr, sehr viele gute Dienste erwiesen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie man das macht. So, schau mal, da haben wir doch ein ganz nettes Exemplar an Löwenzahn. Und den packe ich einfach mit einer Hand und mit dem Spargelstecher oder dem Messer einfach mal tief unten rein und rausziehen. Und wenn ich die Wurzel in etwa so habe, dann kommt da einfach auch nichts mehr nach. Und hier sieht man schon, die Blüte, die hat sich noch nicht ausgesamt, haben sich noch keine Samen gebildet. Also das ist die richtige Zeit, um den Löwenzahn loszubekommen. Und dann wäre da noch dieses Problem. Der Girsch sitzt mitten im Busch und hält sich hartnäckig fest. Einfach kein Rankommen. Der obere Pflanzteil reißt immer ab. Ich habe auch ganz schön viel Girsch im Garten. Und für den Girsch, da nehme ich eigentlich die beiden Geräte. Das hier, das ist ein sogenanntes Unkrautfinger oder auch Weeder auf Englisch. Und der leistet ganz gute Dienste, vor allem ist der sehr spitz und vor allem der Girsch, der wächst ja auch mal in die Stauden hinein. Und ja, und da kann man ihn so richtig rausfischen. Und das zeige ich dir jetzt. Ja, das hier, das ist mal wieder was ganz Typisches. Also hier haben wir eine Girschpflanze. Ich habe eigentlich schon im Frühling schon mal Unkraut gejätet, also die Wurzeln rausgenommen. Und da fahre ich jetzt zum Beispiel mit diesem Finger hier, mit diesem Jätefinger hier rein. Und im Moment ist es auch sehr trocken. Also wenn man wirklich mal so eine richtige Jäteaktion machen möchte, wäre es natürlich viel besser, wenn es feucht ist. Da bekommt man einfach alles besser raus. Und da gehe ich jetzt unten rein mit diesem Jätefinger und ziehe wirklich so viel wie möglich an Wurzel raus. Also jedes Wurzelchen hier wird entfernt. Und hier hilft mir natürlich jetzt auch hier dieser Spargelstecher. Da kommt man noch ein bisschen tiefer rein. Und so kann ich das ganz gut entfernen hier und bekomme da ganz schön viel Wurzel raus. Also das ist wirklich das Mindeste, was man an Wurzeln rausnehmen muss. Und wichtig ist auch hier diese Wachstumszone hier. Das sollte unbedingt weg. Wenn ich jetzt einfach nur so Blättchen oben abreiße oder auch selbst das nützt im Prinzip gar nichts. Die Pflanze, die würde einfach weiter wachsen. Der Tipp mit dem Messer wird sofort ausprobiert. Es ist mühevoll, aber ein Großteil der Wurzel bleibt an der Pflanze. Und einige Blüten lassen wir einfach stehen, denn diese Damen lieben Löwenzahn.